Jo, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge The Forest. Und ja, es kam ein neuer Patch raus. Ich weiß nicht, ob sich jetzt großartig was getan hat. Aber die Patches sind ja relativ bekannt dafür, hier vieles, ja, zu verändern, zu zerstören teilweise auch, was man so aufgebaut hat. Aber sieht bisher alles gut aus. Haus steht noch. Ausguck steht noch, unsere kleine Basis steht noch und Koffer sind wieder da. Yay! Ja, in dieser Folge habe ich eigentlich vor, mal ein bisschen mehr zu. Achso, wir sind ja voll, ne? Ah, scheiße, ich sollte mir mal so ein Pillenregal oder sowas bauen, ne? Wo ich mal ein paar Sachen einlagern kann. Und, ich möchte eigentlich gerne ein wenig erkunden. Nehmen wir erstmal nur, den Stoff mit. Ja, wie gesagt, wir werden uns gleich mal ein bisschen mit der Insel hier befassen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Oh, wir haben Snacks voll, wir haben alles voll. Was ist das denn? Achso, das war. Okay, wir brauchen ja noch Rope, also Seil. Müssen wir uns auch noch organisieren, damit wir unsere Lampe fertig bauen können. Ich würde sagen, wir flitzen jetzt mal ein bisschen in die Walachei und gucken mal, was wir so finden. Fahren wir mal ein bisschen quer in den Wald rein, natürlich mit äußerster Vorsicht, weil ich bestimmt schon zum 10.000. Mal diese Kassette. Nochmal. Und ja. Wir waren nochmal springen. Was? Was? Wo war mein Inventar? Moment. Ich hab's gleich. Ah ja. Ja, kannst du schön ausrüsten hier, mein Lieber. Nein, ich komme mal hin. Was macht er denn hier? Ach so, ich spiele hier gerade. Ach, ich Idiot. Ich wollte ja umsteigen auf Maus. So macht das mehr Sinn. Ja, wir brauchen ja generell noch eine Menge. Und es wird dunkel, oder? Kann das sein? Ich wollte eigentlich nicht im Dunkeln losziehen. Schlechte Idee. Ich würde sagen, wir werden die Nacht mal noch verpennen und uns dann auf den Weg machen. Weil ihr seht ja. Duster, duster hier. Können wir schlafen? Wir können gleich schlafen. Und dann werden wir das auch schnell mal tun. Außerdem ist dann unsere Ausdauer auch wieder voll. Und die Nacht verging wie im Fluge und wir haben Hunger. Verdammt. Jetzt kommt alles wieder zusammen. Das kann man. Jawohl. Gut, dann gucken wir nochmal schnell wegen. Fleisch müssen wir auch organisieren. Wir müssen unbedingt mal jagen und sowas. Ey, boah. So viel zu tun. So, wir sind voll und nun werden wir endlich die Insel erkunden. In der Hoffnung, dass wir was Tolles finden. Bin gespannt. Lass uns mal überraschen. Und ich hoffe, dass ich nicht auf zu viele Ureinwohner oder sowas stoße, die mich dann voll weghauen. Das wäre uncool. Aber ich will mal noch was ausprobieren, und zwar. Schön. Das wollte ich nämlich mal immer mal machen. So, wir können jetzt die nämlich, soweit ich weiß, auch anzünden. Und dann würde, müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Und dann hätten wir auch eine Feueraxt, mit der wir dann eben halt unsere Angreifer auch ein wenig effektiver killen könnten, indem wir sie einfach anfackeln. Ach, wir waren ja gar nicht so weit weg, wa? Vom Flugzeug, wie ich gerade sehe. Wir waren ja echt nah dran. So, ich muss natürlich darauf achten. Mit Pfeil und Bogen habe ich auch noch nie geschossen. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ich muss das unbedingt mal ein bisschen trainieren. Und üben. Vor allen Dingen üben.
kann er denn hier essen? Irgendwelche dunklen Beeren. Wir sollten nicht alles essen, weil einiges ist auch echt negativ für uns. Man fühlt sich generell verfolgt in diesem Scheißwald. Das muss man ja mal so sagen, ne? Da hinten ist das Ureinwohnerdorf, glaube ich. Oder ist das ein Dorf? Wir können ja mal vorsichtig gucken. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich des Öfteren noch in diesem Spiel sterben. Ich bin nicht so der, ne? Ego-Shooter. Gamer? Mist, den Hasen. Den bräuchten wir eigentlich. Ich probiere das jetzt mal. Wie macht man das? Alter. Ja, ich hab voll gar nicht getroffen, ne? Fuck! Ich hoffe, meine Pfeile kann ich nochmal einsammeln. Das wäre voll nice und so. Tatsächlich. Das ist schön. Den nehmen wir mal mit. Und mein zweiter Pfeil. Okay. Wir haben hier Wasser. Und da hinten ist noch ein Hase. Aber die sind flink, die Biester. Und so ein... eine Eidechse. Ah, die rennen schnell weg, ne? Moment. Wir müssen jagen. Da ist einer. Wir brauchen unbedingt Rabbit Skin. Dein Ernst? Oh. Diese blöden Hasen. Da. Klappt super. Was? Alter. Jawohl. Den haben wir. Ja, das vielleicht nehmen wir natürlich auch mit. Jetzt müssen wir mal gucken. Da habe ich jetzt ja eine Pfeile hier hingeschmissen. Die Pfeile würde ich schon gerne wieder aufsammeln. Ob ich die nochmal finde. What? Was war denn das jetzt für ein Zeichen? Moment. Ja. Ach, da kann man die Pfeile wechseln. Ah so, ich sehe das. Wie ich auch gehört habe, kann man auch Pfeile vergiften. Das funktioniert wohl auch. Mann! Rennt doch nicht immer weg. Gibt's eigentlich auch so einen Schnellslot? Nee. Wo man mal fixer die Waffen wechseln könnte? Jawohl. Das lohnt sich. Jetzt ist immer die Frage, was kann ich eigentlich... Achso, ich sollte mal den... das Fino aufsammeln. Was kann man eigentlich mit der Haut anstellen und wo ist die Haut? Where is the Haut? Wo ist denn die? Ach, da. Ah, Rüstung. Nice. Gefällt mir gut. Also wenn ich auf den Pfeil gucke, dann kann ich meinen Pfeil wechseln. Gut, das ist gut zu wissen. Was gibt's hier? Hier gibt's Fischis. Ich bräuchte eigentlich so eine Art... Irgendwas rast hier durchs Unterholz. Moment. Ich bräuchte eigentlich so eine Art Speer oder sowas, womit ich... Wie kann ich so einen Speer eigentlich machen?
Weil Fische mit der Axt erschlagen ist, glaube ich, eine schlechte Idee, oder? Und Fisch wäre eigentlich eine ganz dufte Angelegenheit. Mist. Ich wollte doch den Vogel. So ein Vogel mit einem Pfeil jagen, das ist auch eine unglaublich eine Meisterdisziplin, oder? Dum, 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 dum. Lizard. So, wir kauchen hier mal ein bisschen durchs Unterholz. Irgendwas werden wir ja schon finden, hoffe ich. Auf unserer Erkundungstour. Bäume fällen jetzt nicht. Steine. Zur Not können wir uns immer ein Lagerfeuer machen und wir haben ja ein bisschen Fleisch, was wir dann halt verbrusseln können, ne? So, erstmal einen Schluck Kaffee trinken, solange wir noch safe sind. Ah, schön. Ich würde gerne was Außergewöhnliches finden. Wir brauchen aber immer noch einen Hasen, den haben wir immer noch nicht tot bekommen. Die sind aber auch flink, die Biester, ne? Was ist das da? Okay. Den geht scheinbar. Koffer voller Überraschungen. Nicht so gut. Er hat unseren Smartphone in der Fresse. Ey, man hat hier das Gefühl, hier rennt irgendwas rum. So, da hängt auch noch einer. Nur im Schlüpper behangen. Soll die Armbanduhr abzocken. Ah, so ist das Leben, Digga. Gibt's hier noch mehr? Hinten hängen noch mehr. So fachten. Ich weiß ja gar nicht, inwiefern die so in der Lage sind, halt auch Fallen zu bauen, ne, die guten. Okay, Uhren haben wir jetzt genug. Aber Klaus kann man nie genug haben. Was ist hier? Weiß das. Was? Was war das? Was? Alter, mein Herz! Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Nichts drin in den Kisten. Ist hier eine Höhle? New item added in the to-do list. Ne, warte mal. Wie war denn das? To-do list. Was ist meine to-do list? Find Timmy, find some missing plan messenger, setup device. Defense. Achso, explore that cave. Ja. Easy going, Marinda, ja? Achso, da kamen Fledermäuse wahrscheinlich raus. Oh, ich habe gerade geleckt. Deswegen war das hier so. Kamera, Alter. Würde ich gerne die Kamera haben. Okay, die Kamera nimmt dann nicht mit. Oder? Zumindest sehe ich sie nicht. Bisschen duster hier, oder? Ich kann mir vorstellen, dass hier von den Typen auch irgendwie welche wohnen. Sieht aus wie Eier, ey. Der gute Windows-PC.
Dosen. Jetzt auch noch weiter. Wie lange ist ein Feuerzeug gehält? Boah, ist das laut, ey. Es ist so dunkel. Ich hoffe, ich finde auch irgendwann wieder den Ausgang. Moment. Crouch. Crouch. Höhenerkundung. Finger? Hm. Können wir die Lampe hier nicht mitnehmen? Oh Scheiße, das ist doch nicht gut hier, oder? Ich laufe vorsichtig. Oh oh. Klingt nicht gut. Klingt gar nicht gut. Oh oh. Hab so das derbe Gefühl, ich sollte mich lieber doch verpissen. Irgendwas ist hier in dieser Höhle. Das bereitet mir Unbehagen. Ja, hier ist irgendwas Großes unterwegs. Ich war nie hier. Ich gehe einfach wieder. Ich gehe wieder. Gehe definitiv wieder. Alter. Okay. Mysterious. Dann gehen wir wieder in die Fingerhöhle. Finger, Finger, Finger. Da hinten will ich nicht hin. Sorry, dass ich ein Schisser bin, aber ich will nicht drauf gehen. Das hört sich nicht an wie so ein Ureinwohner oder so ein Eingeborener. Das hört sich eher an wie, als ob da eins dieser Mutanten rumflitzt, Alter. Gegen die habe ich noch nicht so die große Chance, ne? Dafür habe ich echt noch zu wenig. Müssen wir das Feuer wieder anmachen? Aber wir haben ja noch einen anderen Weg gehabt. Wenn ich nur wüsste, wo ich überhaupt herkam. Mal hier. Kommen wir her. Gehen wir mal diesen Weg. Ne, Quatsch. Hier kamen wir her. Jetzt gehen wir mal den Weg hier. Irgendwas finden wir bestimmt noch. Schönes. Alter, es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Das Licht. Aber wie kann ich jetzt eigentlich? Ah. Das sollten wir vielleicht mal schon mal geübt haben. Für den Fall, wenn es drauf ankommt. Fällt mir ja nicht hier. Okay.
machen wir mal Folgendes. Gut. Hier ist Wasser, hier sind Koffer. Ich habe gehört, dass die auch an der... Also ich habe es auch gesehen schon, dass die auch an der Decke rumcrouchen können, die Typen. Mal hinten. Von da kam ich, wa? Ich glaube ja. Ja, ja, da habe ich alles kaputt gemacht. Okay. Warte nur auf den Moment, dass mich jemand angreift. Das Rope. Hübsch. Ich würde gerne Seil haben. Das kann man nicht kaputt machen, aber hier geht's weiter, ey. Jesus! Ne. Ich höre hier schon wieder Sachen. Hehehe. Ich habe langsam Hunger. Definitiv nicht allein. Leck mich! Ich hab's gesehen! Schnell weg! Alter, da war's! Es war irgendwas mit vielen Armen! Alter! Nö, 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 nö! Also, sorry. Jetzt geht's auch noch lang. Okay, das ist eine Höhle von irgendeinem Mutantentypen gewesen. Hier geht's auch noch lang. Ich habe mich sowieso schon hoffnungslos, glaube ich, verlaufen. Aber eigentlich ist gar nicht mal so blöd, die Axt anzuzünden. Dann hat man so eine Art Fackel. Ey, hier liegen Kinderköpfe oder sowas rum, Alter. Das aus wie Kinderköpfe. Oh Gott, ey. Ich will gerade mal schnell ein Lagerfeuer zusammen zu zimmern, um was zu essen. Sollten wir mal zumindest bald tun. Okay, wir haben irgendwas gefunden. Irgendein Loch. Ist abgebildet. Eine Bibel, mit der können wir nichts anfangen, okay. Waren hier Missionare auf der Insel? Es scheint ja fast so. Ah, durchzwängen. Vielleicht kommen wir hier auch wieder irgendwo raus. Dynamit. Yes. Oh oh. High Explosion, dangerous. Okay, kriegen wir nicht auf. Wir kommen tatsächlich raus. Blöde Frage, aber... Ja, wir sind in einem großen fucking Loch.
Und ich sehe nichts. Okay. Gut. Ich sehe wirklich nichts. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil... Ah, die Nacht ist natürlich reingebrochen. Wir nehmen erstmal wieder den regulären Ausgang, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall Dynamit gefunden. Das ist geil. Da können wir jetzt ein bisschen... okay, leck. Ein bisschen was sprengen. Hab voll Bock drauf. Könnten auch versuchen, den Typen zu sprengen, aber andererseits... Oh, wir haben Dynamit übrigens voll. Den komischen da, unseren... Ich werde jetzt erstmal hier Folgendes tun. Nee, Quatsch, Fahrt. Basic Fire schnell mal. Hinzimmern. So, dann werden wir mal... Und gleich mal was essen. Ah, schön. Trinken haben wir ja noch Cola-Dosen. Das kann man machen. Weiß man, so eine Eidechse fressen, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Aber Alter, was war das für ein Vieh? Unsere Ausdauer ist auch schon ziemlich niedrig, ey. Wir sollten schleunigst mal irgendwo entspannen. Okay, die Ausdauer ist ja voll, ich habe nichts gesagt. Fuck, 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 nicht gut. Ja, brüllt immer mit mir mit. Bin die menschliche Fackel. Was hat mir gar nicht so viel abgezogen? Ist ja einfach voll krank, die Gegend hier, Alter, wo wir sind. Alter, es ist so dunkel. Okay, ich hoffe, wir finden einfach den Weg wieder raus. Hätte man irgendwie was markieren sollen oder so, wa? Hätte man machen können. Okay, da geht's wieder in Richtung dieser Haupthöhle. Wo wir also die Abzweigungen sind. Da kommen immer hier schon Koffer. Die Uhren brauchen wir, glaube ich, für Bomben bauen. Okay. Wir haben aber echt Glück gehabt, dass wir hier eigentlich noch auf... Hier liegen überall Bibeln rum. Also Bibeln rum. Dass wir eigentlich noch auf nichts großartig Böses gestoßen sind jetzt hier in dieser Höhle. Außer den fetten Mutanten. Wo wir aber rechtzeitig entkommen konnten. So, irgendwo geht es dann nach rechts und da kommen wir raus. Soweit ich mich erinnere. Aber ich zünd gleich die Axt an, ey, damit ich hier mal ein bisschen besser wieder was sehe. Aber wir haben Dynamit gefunden und wir waren bei irgendeinem großen komischen Loch. Ich habe keinen Plan. Da wären wir, glaube ich, auch nicht so weit unter ohne weiteres weggekommen, oder? Ich nehme meinen Port. So, hier hing der Typ. Genau, und jetzt geht es hier irgendwo nach rechts raus. Und die Kisten sind alle wieder da. Hm, was macht mir mehr Sorgen? Puh. What ein Nervenkitzel. Da liegt irgendwie Brühe. Das Ding stand aber vorhin noch nicht, oder? Irgendeiner aufgebaut hier. Aber es ist gut zu wissen, dass wenn wir uns, wenn wir crouchen, auch wieder ein wenig... Oh! Ihr Fledermäuse, Alter! Das ist nicht gut. Wir sind weit weg von zu Hause. Okay, nicht weit weg, aber schon wieder voll.
müssen jetzt auf alle möglichen Geräusche achten, unser Umfeld so gut wie möglich im Auge behalten. Ich crouch mal. Jetzt sind natürlich die Typen hier alle wieder unterwegs.